Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Kulturepochen. Zu diesem neuen Video. Durch die Straßen auf und nieder leuchten die Laternen wieder. Rote, gelbe, grüne, blaue. Lieber Martin, komm und schaue. Vielleicht ist dem ein oder anderen von euch dieses Kinderlied bekannt, das mich persönlich in meiner Kindheit immer sehr faszinierte. Und ich möchte heute eingangs, weil es so schön in die Zeit hineinpasst und weil die Zusammenhänge mit diesem Festestag uns in der jetzigen Zeit, denke ich, viel Unterstützung geben können, möchte ich heute verweisen auf die Persönlichkeit des Martin von Tours, auch bekannt unter dem Namen Sankt Martin, und dem damit verbundenen Martinstag. Und wie wir diesen Martinstag, diesen Martinsimpuls, könnte man auch sagen, vielleicht in unseren derzeitigen Kontext im Zuge der Videos hineinstellen können. Nun zunächst einmal Martin von Tours, ein Mönch, der gelebt hat im 3. Jahrhundert nach Christus. Und wenn wir hören 3. Jahrhundert nach Christus, dann erscheint uns mehr oder weniger noch im Kontext der vergangenen Videos dieses 3. Jahrhundert nach Christus laut der Aussagen Rudolf Steiners als ein sehr entscheidender Zeitraum, nämlich im Hinblick darauf, dass wir erfahren haben, dass im Jahre 333 nach Christus die Regentschaft, die Führungsregentschaft der zukünftigen Menschheit übergeben wurde von den Elohim, den eigentlichen Schöpfergöttern, an die Archai, an die Urengel, die wir auch kennengelernt haben als Zeitgeister oder auch als Urbeginne. Und dieser Martin von Tours ist bis in die heutige Zeit ein Symbolträger geworden für etwas, das unmittelbar mit dem Christusimpuls zusammenhängt. Und zunächst ist über Martin von Tours aus meiner Sicht wichtig zu erwähnen, dass Martin von Tours der erste heilig gesprochene Mensch gewesen ist, der nicht wie die bis dahin heilig gesprochenen als Märtyrer
gestorben ist und dadurch den Status des Heiligen erlangt hat, sondern dass er der erste Heilige war, der sich durch sein eindeutiges Bekenntnis zu Christus den Status eines Heiligen erworben hat. Das heißt, mit ihm gab es nun in der Geschichte der katholischen Kirche mehr oder weniger zwei Arten von Heiligen. Zum einen die Märtyrer und zum anderen die sogenannten Bekenner. Und diese Tat des Martin von Tours ist natürlich den allermeisten von euch wahrscheinlich bekannt. Es kam an einem kalten Wintertage, an dem Martin von Tours zu Pferde unterwegs war und in einen warmen Mantel gekleidet war, zu einer Begegnung mit einem Bettler, mit einem armen Mann, der aufgrund der Tatsache, dass er keine Winterkleidung bzw. keine der Witterung angepasste Kleidung hatte und dadurch sehr an der Kälte des Winters litt, dass Martin von Tours, als er das Leid dieses Mannes, der vor ihm am Wegesrand sich befand, erkannte, dass er aus einem Impuls der Herzenswärme, könnte man sagen, aus einem Impuls des Mitgefühls und der Nächstenliebe etwas tat, was für die damalige Zeit sehr unüblich war. Und zwar griff er ohne Zögern zu seinem Schwert, das er bei sich trug, und durchtrennte mit diesem Schwert seinen Wintermantel in zwei Hälften. Die eine Hälfte hielt er bei sich, um selbst nicht von der Kälte zu stark beeinträchtigt zu werden. Und die andere Hälfte gab er dem armen Mann, auf dass er nicht den Kältetod erleiden sollte, sondern dass auch er in der Lage war, sich vor dem Winter zu schützen. Und wir haben in dieser Tat des Martin von Tours ein wunderbares Symbol, einen Hinweis darauf, was eigentlich diesen revolutionären Charakter für die damalige Zeit und auch in unserer heutigen Zeit dieser Christusimpuls eigentlich trägt. Nämlich zum einen, dass es nicht darum geht, den weltlichen Hintergrund seiner aktuellen Inkarnation,
den weltlichen Hintergrund in Form der Persönlichkeit, des gesellschaftlichen Standes zu stellen über die Liebe zum Nächsten, dass der Christusimpuls alle gesellschaftlichen Normen und Stände überwindet. Und dass sich dieser Christusimpuls unmittelbar äußert, damals wie heute, in dem, was sich begegnet im Physischen und dem, was sich dann weiter begegnet im Übersinnlichen, das heißt in den höheren Bereichen des Daseins, im Seelischen vor allen Dingen, bis ins Geistige hinein. Und dieses Element ist die Wärme. Wir haben in dieser Szene zwischen Martin und dem armen Mann durch den Wintermantel einen direkten Hinweis darauf, dass es eigentlich bei einer christlichen Tat vor allen Dingen immer um die Wärme geht. Die Wärme, in diesem Falle eben die physische Wärme, aber ganz besonders auch die Wärme, die hinauf transferiert ist, könnte man sagen, in höhere Bereiche. Wir hatten es ja in den Grundlagenvideos zur Anthroposophie schon einmal besprochen, dass die Wärme ein ganz besonderes Element ist. Das heißt, die Krone der irdischen Elemente ist die Wärme. Wenn wir die irdischen Elemente uns vor Augen führen, so haben wir zunächst einmal das Erdige, dann haben wir das Flüssige, das Wässrige, dann haben wir das Luftige und schließlich haben wir die feinste Form irdischer Materie symbolisiert oder verkörpert in der physischen Wärme. Und wir erfahren von Rudolf Steiner, dass sich an dieser Stelle, an der die physische Wärme irdisch wirkt, eine Zone befindet, in der sich ein direkter Austausch zuträgt zwischen dieser physischen Wärme und der ätherischen Wärme. Und mit der ätherischen Wärme betreten wir gleichzeitig den Bereich des Übersinnlichen. Ihr erinnert euch, es gibt vier Ätherarten. Wir haben zunächst den Wärmeäther, der angrenzt an die physische Wärme. Dann haben wir den Lichtäther, darüber der Klangäther oder auch chemischer Äther genannt und schließlich die höchste Ätherform, das ist der Lebensäther. Und wenn wir nun die Herzenswärme, die uns in diesem Martinsereignis begegnet,
Wenn wir diese Martinswärme, diese Herzenswärme unmittelbar verbinden mit der Frage, was macht es aus, wenn wir den Christus suchen, wenn wir den Christusimpuls in uns stärken möchten, dann können wir mit Sicherheit sagen, dass eine jede Tat in der Welt, die von Herzenswärme getragen ist, die Christuskraft in sich trägt. Wenn wir das Leid in der Welt erkennen und Kraft unserer Möglichkeiten einen Weg sehen, dieses Leid zu lindern, dann unterstützt uns der Christus darin, dieses Leid zu lindern, in die Tat umzusetzen. Und in der Biografie des Martin von Tours gibt es aus meiner Sicht eine weitere interessante Begebenheit. Denn man muss sich ja fragen, warum hatte Martin, obwohl er Mönch war, ein Schwert bei sich? Und die Antwort auf diese Frage lautet, dass Martin von Tours damals von den römischen Herrschern neben seinem Mönchsein auch zu einem Militärdienst verpflichtet wurde. Das heißt, er war gleichzeitig Mönch und Soldat. Und er hatte unmittelbar zur Zeit dieses Martinsereignisses den Auftrag, mit in einen Krieg, in eine kriegerische Auseinandersetzung zu ziehen, und zwar gegen die Germanen. Und was Martin tat, war, dass er den Kampfeinsatz gegen die Germanen, gegen die Alemannen verweigerte. Und dass er sagte, er ist nun nicht mehr in der Gefolgschaft der römischen Obrigkeit, er ist nicht mehr ein Soldat Roms, sondern er ist ein Streiter Christi. Und das ist natürlich auch im Hinblick auf die Gesamtentwicklung, den Weg des Christusimpulses, den wir in der nachchristlichen Zeit aus dem Nahen Osten heraus in Richtung Norden, in Richtung Mitteleuropa beobachten können. Und ich möchte an dieser Stelle nun wieder ansetzen an den Inhalten des vorigen Videos. Wir hatten uns die Rolle des hebräischen Volkes ein wenig genauer angeschaut, wie da ein starker Zusammenhang besteht zwischen diesem hebräischen Volke und
der Zubereitung des Leibesgefäßes des Jesus von Nazareth. Und wir hatten ebenso, wenn wir auf die heutige Situation im Nahen Osten schauen, festgestellt, dass wir nun die eine Seite der Kontrahenten ein wenig beleuchtet haben und dass wir auf der anderen Seite, heute würden wir sagen auf der palästinensischen Seite, aber es wird niemand leugnen können, dass es hier nicht auch in gewisser Weise um einen religiösen Konflikt geht. Das heißt, wir haben auf der anderen Seite die Menschen, die dem Glaubensbekenntnis des Islam folgen. Und wir hatten ja gesagt, dass dieses islamische Glaubensbekenntnis nach dem Mysterium von Golgatha entstanden ist, durch den Propheten Mohammed. Prophet Mohammed wurde am Ende des 5. Jahrhunderts, 570, wenn ich mich recht erinnere, herumgeboren und wirkte dann ab einer gewissen Zeit als Seher und wurde dann der Prophet des heutigen Islam. Und damit wir in diese Zusammenhänge noch ein wenig mehr Klarheit hineinbekommen, möchte ich gerne mit euch in das heutige Staatsgebiet des Iran schauen. Und zwar gab es auf dem Staatsgebiet des heutigen Iran zu Lebzeiten des Propheten Mohammed eine Institution, die bezeichnet wurde als die Akademie von Gondishapur. Und diese Akademie von Gondishapur soll uns für einen Moment im Gesamtkontext zu den heutigen Zeitereignissen hin interessieren. Diese Akademie von Gondishapur war damals ein Anlaufpunkt, könnte man sagen, ein starker Impulsgeber für eine sich ankündigende Naturwissenschaft. Das heißt, an der Akademie von Gondishapur wurde es Menschen ermöglicht, ein naturwissenschaftliches Streben, das heißt ein auf dem Verstandesdenken beruhendes Beurteilen, Analysieren der Welt, sowie auch den Disziplinen der Philosophie und auch der Theologie. Weiterzuführen. Und es ist nun so, dass wir von Rudolf Steiner erfahren, dass diese Akademie von Gondishapur ein großes Gefahrenpotenzial für den aufkeimenden Christusimpuls in sich trug.
Und zwar war es ein gewisses ausstrahlendes Bedürfnis, ein gewisser kraftvoller Impuls, der von dieser Akademie von Gondishapur ausging, die Faszination losgelöst von religiösen Beschränkungen in die Richtung, in die Disziplinen der Naturwissenschaft, der Philosophie und der Theologie einzutauchen. Dieser Impuls und diese Faszination war sehr groß und es drohte Folgendes, nämlich dass dieser Impuls drohte auszustrahlen in Richtung Europa. Und wir können aus heutiger Sicht sagen, dass er zu früh ausgestrahlt wäre nach Europa. Denn damit, das hatte ich versucht im letzten Video bereits anklingen zu lassen, damit diesem starken Verstandesimpuls, denn aus diesem Verstandesimpuls, aus dieser Verstandesseele heraus blühte die Akademie von Gundishapur innerlich auf, damit diese Verstandeskräfte nicht zu stark in die Dekadenz geraten können, muss diesen Verstandeskräften etwas entgegengesetzt werden. Und diese Kräfte, die entwickelt werden müssen, um den Verstand in die richtigen Bahnen lenken zu können, dazu bedarf es dem Entwicklungsimpuls der Bewusstseinsseele. Und damit verbunden der Möglichkeit für die Seelen zu erkennen, dass wir den Christus und damit das lebendige Göttliche fortan in uns erkennen müssen. Und wir erfahren von Rudolf Steiner, dass nun dieser Impuls von Gondishapur sich auf den Weg nach Europa machte im 6. Jahrhundert nach Christus. Und dass nun Folgendes passiert wäre, wenn dieser Impuls seinen Weg nach Europa gefunden hätte. Dann wäre eine Art verfrühte Einstiegsmöglichkeit in das Gebrauchen der Bewusstseinsseelenkräfte an die Menschen Europas gekommen. Aber die Seelen in Mitteleuropa waren noch nicht so weit. Sondern es musste zunächst einmal noch durchgearbeitet werden, könnte man sagen, die mitteleuropäische Menschheit und musste näher herangeführt werden an bestimmte christliche Gegebenheiten. Denn bei allem, was wir auch Negatives über die Christianisierung der germanischen Völker sagen können. Wir alle wissen,
dass dies nicht ganz unproblematisch vonstatten gegangen ist, dass hier eine heidnische germanische Kultur weitestgehend durch die Christianisierung ausgelöscht wurde. Dass aber auf der anderen Seite die Menschen in ihren Herzen an den Christus herangeführt wurden. Eben an die Tugenden, die Eigenschaften, wie es dann uns Martin von Tours in früher Zeit bereits vorgemacht hat. Diese Ereignisse, wie das Teilen des Mantels, mussten erst in die Seelen der europäischen Menschen eingearbeitet werden, bevor ein solcher Impuls wie der der Akademie von Gondishapur in Europa um sich greifen durfte. Und nun war ein Weg, eine Möglichkeit, die von Seiten der geistigen Welt zugelassen wurde, um diesen Gondishapur-Impuls nicht nach Europa gelangen zu lassen, der Weg, dass sich die Religion des Islam quasi als Barriere zwischen diesem Impuls und die Seelen Europas stellte. Wir haben also diesen starken Drang in Richtung Naturwissenschaft, in Richtung Theologie, Philosophie, der aber sehr stark den verhärtenden Verstandeskräften unterlegen hat und der die Menschen hier in Europa in ihrer relativen Ferne zum Christusimpuls völlig überfordert hätte und zur Folge gehabt hätte, dass die europäischen Seelen zu stark verhärtet werden. Und so spielte der Islam in dieser Zeit die wichtige Rolle, dass er durch seine Vehemenz und durch seine Durchschlagskraft, könnte man sagen, denn auch die Ausbreitung des Islams war, wie viele vielleicht von euch wissen, durchaus keine angenehme Erscheinung, sondern war ebenso getragen von gewaltsamen Auseinandersetzungen, ebenso wie in Europa die Christianisierung auch gewaltsam vollzogen wurde. Aber wenn wir im Gegensatz zu unserer heutigen Zeit unseren Frieden damit machen, dass wir sagen, diese Abläufe waren damals notwendig. Dann können wir uns auf dieser Ebene eigentlich in allen drei Weltreligionen in einer versöhnlichen Haltung zueinander
begegnen. Und ebenso wie wir gesagt haben, als dann später dieser Impuls von Gondishapur in der Zeit des 18., 19. Jahrhunderts verspätet, könnte man sagen, oder eigentlich eher dann zur richtigen Zeit nach Europa kam, da waren die Menschen in der Lage, den Zugang zum Christus bereits zu finden. Und dass es nicht das Problematische ist, dass dieser Impuls damals nach Europa kam und sich unter den Menschen ausbreitete, sondern dass das Problematische ist, dass immer noch an diesem Impuls festgehalten wird. Und wie wir dies über diesen materialistisch-wissenschaftlichen Impuls des 18., 19. Jahrhunderts sagen können, so können wir ebenso die Schädlichkeit am Festhalten an diesen alten religiösen Bekenntnissen ebenso benennen. Und trotzdem können wir aus dieser Haltung heraus, indem wir es in die damalige Zeit hineinstellen und sagen, sowohl der Impuls, der aus dem hebräischen Volk herauskam, und auch die Aufgabe des Glaubensbekenntnisses des Islam hat eine wichtige Stellung innerhalb der Menschheitsentwicklung. Und wir können uns in Dankbarkeit der Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgabe zuwenden, stellen aber gleichzeitig fest, dass wir in der heutigen modernen Menschheit einen neuen Weg brauchen, um uns miteinander in Frieden begegnen zu können und um auch in eine gedeihliche Zukunft hineinzugehen. Und was wir dazu brauchen, ist, wie bereits vormals gesagt, eine tiefe Erkenntnis, einen Entwicklungsschritt, den man bezeichnen kann als ein Schritt hin von Jesus zu Christus. Das bedeutet, wenn wir heute sagen, das Heil der Menschheit liegt im Ergreifen dieses Christusimpulses, dann muss uns ebenso klar sein, dass es nun überhaupt nicht darum gehen kann, dass nun alle Menschen zum heutigen bestehenden institutionalisierten Christentum konvertieren. Denn wir erfahren ebenso von Rudolf Steiner, dass das wahre Christentum eigentlich noch nicht in Erscheinung getreten ist.
Das wahre Christentum ist ein kommendes. Es erscheint dann, wenn die Menschen es in Freiheit wollen. Und es in Freiheit zur Erscheinung bringen. Und so kann uns die Tat des Martin von Tours ein Sinnbild dafür sein, ein Hinweis darauf, welche Schwelle die Menschheit zu überschreiten hat. Im Erkennen der Not des anderen, in der Sicht auf den anderen als geistiges Wesen, als Bruder, als Schwester. Und letztlich auch darin, ihn als einen Teil von mir selbst zu sehen, als einen wichtigen Teil der Welt, den anderen zu sehen. Und in diesem universalmenschlichen stets die Begegnung anzustreben und Gesten der Wärme uns entgegenzubringen, wie es Martin von Tours mit dem Mantel getan hat. Und ich finde, seine Tat spiegelt auch in wunderbarer Form wider die Formel, die wir von Christus erhalten haben: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, Martin von Tours hat nicht seinen Mantel ausgezogen und dem armen Mann ganz überlassen, auf dass er vielleicht selbst erfroren wäre, sondern er hat das, was er geben konnte, gegeben. Und das ist ein nicht unerheblicher Punkt, den wir auch immer im Bewusstsein haben sollten. Die Waage, das rechte Verhältnis zu finden zwischen Altruismus und Egoismus. Beides befindet sich außerhalb der Mitte. Und in der Mitte liegt die Kraft. Ja, so viel vielleicht für heute. Ich wünsche euch einen besinnlichen und voller Seelenfarben leuchtenden Martinstag, denn die bunten Lichter in den Fenstern der Häuser sollen natürlich die bunten, strahlenden Farben unserer Seelen sein, die von einer wärmenden Flamme erzeugt werden. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
und sage vielen Dank und bis bald.